Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers. Hallo. Hat sich ein bisschen was geändert. Sehr geil, ja, sehr, sehr geil, muss man sagen. Also Schon echt fett aus. hat schon irgendwie was, ne? So ein bisschen. Wir haben endlich Mods installiert. Tja, und zwar gar Und nicht so allen wenig. voran sieht man als erstes die neue Sky Map. Sehr Schaut. cooles Ding. Ja, schaut endlich mal nicht so, wie soll ich sagen, staubig aus, sondern Ja. ist ein bisschen aufgeräumter hier. Wir sehen Sterne, wir sehen Schnodder, also alles. Und wir haben natürlich noch ein bisschen anderes, weil wenn man mal so in unser Inventar reinguckt, sieht man unter anderem, dass wir jetzt Duschen bauen können. Sofa. Ja, auch Sofas. Wir haben Wir haben auch Sofas. einen Okay, ich habe es selber noch nicht gesehen. Ping-Pong-Tisch haben wir auch. Railing. Railings, also so Ja. geländermäßig. Das ist ja cool. Ja, und ein Pool, also ein Billardtisch können wir bauen. Wir können jetzt zum ersten Mal Pflanzen bauen. Ja, also Pflanzkübel. Pflanzen bauen. Ja, Pflanzkübel bauen. Space Engineers bauen Pflanzen. Ja, ist ja auch keine Schwierigkeit für uns. Ja, wir haben Konsolen, mehrere Monitore in verschiedensten Variationen. Wir können also jetzt unseren Kommandostand oben ein bisschen pimpen. Zeigt das gerade bei mir alles ein bisschen. Schaut Dann cool aus. diese Luftschleusen, die sind dafür gedacht, wenn du mit einem großen Schiff kannst du quasi irgendwann mal an die Station andocken, über diese Luftschleusen und könntest dann beispielsweise Wow. die eben so ein großes Schiff andocken und kannst dann über diese Luftschleuse in die Station reinlaufen. Dann brauchst du gar nicht mehr von außen irgendwie reinfliegen oder was. Gerade bei einem großen Schiff ist das dann interessant. Ja, und ansonsten haben wir dann auch noch ein paar ja, Pflanzen Hängelampen. habe ich noch nicht gefunden. Die sind von unten das vierte bei allen Blöcken auf der linken Seite. Ah. Burn it up. Eine Ja. Panzerung und Herstellungskomponente. Sehr, sehr, sehr innovativ, muss ich sagen. Na gut. Ja, die Na Sofas, gut. also gibt es auch in allen Varianten. Da kann man ganz coole Konstruktionen bauen. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Ja, es ist noch auf jeden Fall noch nicht alles. Es gibt Trillionen Mods für dieses Spiel mittlerweile. Und wir haben uns jetzt erstmal so für eine kleine Auswahl entschieden, weil es auch schwierig genug war, die reinzubringen. Und Oh ja, wir saßen jetzt wie viele Stunden da dran? 2 Stunden oder so? ungefähr 2 Stunden, ja. Aber jetzt läuft's, ja. Also das ist schon mal ein Wort, finde ich. Ja. Es gibt aber keine Einzelbetten, es gibt nur so Hochbetten, ne? Ja, wobei den Mod mit den Einzelbetten, ja, der kommt noch. Im Zweifel müssen wir halt kuscheln. Nee, nee. Du schläfst oben. Na gut. Wieso Wehe, du oben? pinkelst. Oh doch. Wehe, es tropft nachts. Ja, es gibt auf jeden Fall mehrere Betten, die wir noch hinzufügen werden. Ich habe da auch schon den entsprechenden Mod, aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen komplizierter, das alles in so ein bestehendes Spiel einzubinden. Dauert ein bisschen, aber wir werden auf jeden Fall noch viel basteln, habe ich so das Gefühl. Und da wird wohl regelmäßig immer mal wieder ein bisschen neuer Inhalt kommen, damit wir euch auch was zeigen können. Darum geht es ja eigentlich. Und apropos zeigen können, ich schaue jetzt gerade mal, wie viel Stahlplatte wir haben, denn wir haben noch ein bisschen was vor heute. Dummerweise muss man dazu sagen, es hat bei so ein bisschen rumprobieren und rumbasteln, hat es ein bisschen die Berechtigungen zerfetzt. Und da haben wir jetzt so ein klitzekleines Problem, dass eben manche Sachen jetzt nicht mehr freigegeben sind oder halt entweder auf mich stehen oder auf dem Gönner stehen und dann irgendwie kommt man da nicht mehr an die Sachen ran. Dauert ein bisschen. Aber das haben wir in so 2, 3 Folgen, ist das, glaube ich, wieder eingespielt. Habe jetzt schon eine Pflanze in meinem Zimmer. Ich bin hier voraus. Ach so. Dekorierst schon? Ja. Na, ich baue den Hangar. Ich habe keine Zeit. Ja gut, ich mache bei mir Fenster rein. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, weil dann sind die Apartments auch erstmal fertig. Für den Anfang. Also wohnlich. Wir brauchen ja natürlich da hinten auch noch einen Gravitationsfeldgenerator, weil das ist ein bisschen ärgerlich manchmal. Ja. Das auf jeden Fall. Sind einmal Stahlplatten. Ja, Wir Stahlplatten haben eine Ordnung produzieren wir hier. gerade auf Teufel komm raus, sehe ich gerade. Ich sortiere jetzt mal eine Runde. Das ist mir zu unordentlich hier. Ach so. Alles 20-fach und 50-fach hier drin. So, Herstellungskomponente jage ich jetzt mal wieder ein paar durch. Da haben wir nur noch 5000. Das könnte knapp werden.
So, ich hoffe, die Gatlings lassen mich auch in Frieden meinen Speiser bedienen. Ich glaube es ja nicht, aber ich hoffe es einfach. Doch, doch, der Schweißer sollte safe sein. Sagst du so. Antenne. So, das sieht schon ein bisschen besser aus hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Was noch doppelt? Hier haben wir noch was doppelt. Ich muss mich, glaube ich, mal mit dem Schiff abdocken, damit ich weiß, was in dem Schiff drinnen ist, was total verwirrend ist. Aber das war's. Oh. So. Ich brauche mal kurz deine Unterstützung. Gerade habe ich es noch gesagt. Ja, warte. Ich fliege den Schweißer mal kurz woanders hin. Sicher ist sicher. Nehmen wir kurz ein paar Sachen mit. Ich komme mal zu dir hinter, zu den Quartieren, weil da können die Gatlings sich hinzielen. Ich habe so ein paar Befürchtungen gerade. Ich lande mit dem Schweißer oben auf dem Wohnquartier. Gatlings interessiert sich aber nicht für dich, jetzt hast du irgendwas geklatscht. Ja, ist ein Undock-Fuß gerade hochgegangen. Okay. So, schöne Decke hast du kaputt gemacht. Ja, ey. Jetzt lass doch die Decke in Ruhe, das ist doch kein Problem hier. Okay, steig mal bitte ein und teil mal alles mit allem. Da ist der Einstieg. Ja. Ich konnte mit meiner Fraktion teilen. Genau, weil ich konnte nämlich gerade nicht auf die Cargo zugreifen. Jetzt kann ich zugreifen, wunderschön. Okay. Sehr gut. Wenn das Ding nicht so absolut schwer wäre, dann wäre es auch super wendig. Ne? Ich glaube, wir müssen das mit den schweren Stahlplatten mal uns mal überdenken. Ich hab damit nichts am Hut. Das ist dein Bier. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich mache hier Einzelfenster rein. Einzelfenster? Nein. Nicht da, wo du denkst. Sagt er jetzt wieder, ne? So, okay. So, das sieht gut aus. Das Dach ist jetzt fast fertig und dann müssen wir das nämlich ein bisschen aufmachen und das wird die nächste Schwierigkeit werden, ohne dass es durch den Rahmen durchkracht. Da brauche ich dann auf jeden Fall deine Hilfe, weil du mit Rotoren schon mehr Erfahrung hast als ich. Das ist ein Negativ. Was? Ich habe genau null Erfahrung mit Rotoren. Das Einzige, was ich mit Rotoren jemals gemacht habe, ist da oben der Satellit. Der Satellit, ja. Das heißt, du bist mit Rotoren um einen Satelliten voraus. Hilft ja nix. Ich habe mit den Dingern nämlich noch gar nichts gemacht und ich weiß nicht, inwieweit es funktioniert mit dem Auf- und Zumachen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man das nämlich ein bisschen falsch macht, dass unsere Schleusentore so durch den Rahmen durchkrachen. Deswegen baue ich den nämlich im Übrigen auch jetzt gerade noch nicht fertig. Und warte noch einen Schluck. So. Okay. Konstruktion ist fertig. Ich bin gerade noch wild am Rumschweißen. Okay, ich lande mal in Zwischenzeit. Schweißer. Zum Glück sind die Verbinder mega, mega stabil. Machst du gerade irgendwas? Weißt du, ja. Okay. Hörte sich jetzt ziemlich kriminell an. Wir unten eine Kontrolltafel? So. Nee. Okay, dann baue ich mal hier oben eine Kontrolltafel ran. Damit wir das ein bisschen managen können mit den Dingern. Das sind einmal eins Fenster, ne? Und zwar die schrägen. So, Kontrollfeld. Das richtig rum ist.
Fehlt mir wahrscheinlich wieder irgendwie die Hälfte dafür. Yep. Das sieht gut aus. Anzeige und Computer, okay. Was machst du gerade? Warst du gerade unten das Ding fertig? Ich habe das tatsächlich das Dach schon fertig von dem Teil. Aber ich baue jetzt ein Kontrolltafelfeld unten hin, damit wir damit wir mal mit dem Dach rumexperimentieren können, weil da glaube ich brauche ich deine Hilfe dazu. Weil das ist deutlich angenehmer, wenn einer gucken kann und einer an den Grad-Einstellungen rumschraubt. Jo. Ich baue das Ding mal schnell hier in die. So. Irgendwas scheppert hier die ganze Zeit, kann das sein? Nö, nee, ich höre nichts. Ich höre irgendwas scheppern. Falsche Richtung. Ah, mit dem Fenster werde ich niemals raus haben. Stahlplatte, oh, da habe ich was vergessen. Aber irgendwas hört sich ziemlich böse hier an. So. Also es hört sich so an, als ob hier irgendwas explodiert. Und zwar ganz fies. Jetzt habe ich es auch gehört. Soll ich es nicht mehr? Fahrstuhl ist es, glaube ich. Meinst du, der Fahrstuhl macht solche Geräusche? Okay. Nee. Aber ich sehe auch nichts rumbacken irgendwie. Jetzt höre ich es nicht mehr. Ja, ich auch nicht mehr. Ich glaube, das waren hier unten die Rotoren, die da ein bisschen... Kann sein, dass wenn du an den geschweißt hast, dass die dann so Geräusche machen, ne? Also auf... Klang aber eher, als würde es aus der Station kommen, deswegen war ich so verwundert. 45 Grad soll der eine zumindest erstmal aufmachen und auf 315 Grad der andere. Jetzt ist die Frage, welcher ist welcher? Warte mal kurz. 315... Ah, jetzt fehlen mir zwei Panzerglas. Okay, Rotoren sind es, glaube ich, ne? Motor. Das ist der Motor. Ja, das sieht gut aus. Wenn man drauf schaut, Motor rechts, dann ist das Motor links. Können wir den jetzt wieder fertig bauen? Ich glaube, sonst der macht nämlich die Geräusche, meine ich zumindest. So. Kudos. Motor rechts. Yep. Ist der da, 315 Grad. So, das ist genau Größe. Nummer 300. Wow. Oh, ja. Was gesprengt? Nee. Das Dach bewegt sich, dummerweise in die falsche Richtung. Es funktioniert, wenn auch nicht perfekt, aber es funktioniert. Okay. Er geht jetzt langsam nach oben. Ich hoffe, er funktioniert jetzt. Habe ich wieder Connection? Der eine Motor ist auf jeden Fall hinüber. Ja, wunderbar. Ah, meine Idee geht nicht ganz auf. Weißt du noch, als ich dir erzählt habe, dass wir gern gegenüber an den Fenstern stehen und uns zuwinken können aus unseren Apartments? Ja. Das funktioniert nicht, weil die Scheibe ja von einer Seite getönt ist. Ah, verdammt. Wobei, ist jetzt eigentlich auch nicht schlimm, finde ich. Nö, ist mir ziemlich egal. Dann kannst du halt nicht bei mir reingucken. Mhm. Wäre ja besser so. Mhm. Bist du sicher? Warte mal, Motor rechts? Ja, bin ich. Ja, ja. Ist es Motor rechts oder ist es Motor links? Ah, rechts, ja. Okay. Der war der, der verstellt war, oder? Ne, der geht jetzt wieder in der Ausgangslage zurück.
Tatsächlich kommt dieses Ding irgendwie wieder zurück. Klingt aber so, als würde irgendwas im Gönner drum. Ja, ich denke mal, der Buggy wird mal wieder Dance machen. Sein, ne? So den Buggy Dance macht. Den Buggy Dance. Jetzt fehlen mir echt noch Träger, weil die mich verarschen. Wie ist das Teil jetzt aktuell eingestellt? Der soll doch eigentlich bei 0 Grad hängen. Hängt aber gerade bei 54 Grad. Jetzt probiere ich mal gerade was aus. Die Drehgeschwindigkeit. Drehmoment 0. Los. Kauft. Und ich habe... Hä? Da habe ich mich vertan. Jetzt ist was explodiert. Ja, ja. Ach, bei dir unten wieder. Okay. Okay, das wundert mich nicht. Okay. Jetzt geht er. Aber er muss einmal kurz nach unten springen. Zum Glück ist da noch nichts fertig. 1A. Zum Glück steht da mein Schiff nicht mehr. Das ist nämlich schon gesprengt. 1-1, okay. Motor rechts, 0 Newtonmeter, passt auch. Ich frage mich auch, warum der bei 0 Drehmoment sich überhaupt bewegt. Ist total verwirrend für mich. So, wo haben wir das Schweißschiff? Steht oben angedockt. Am äußeren. Perfekt. Das nehme ich mir. Okay. So, ich schaue mir in der Zwischenzeit mal den etwas Verwirrten hier oben an. Das war ich nicht. Doch nicht. Okay. So, welcher ist das jetzt? Da haben wir ihn. Aus den Stahlplatten. Ja, können wir drin lassen, ist egal. Jetzt Träger mit, so ein Tausender. Hä? Wo ist denn das Ding hin? Stahlplatten nehmen wir. Ja. 1000 können wir wohl mitnehmen. Plus. Also ich finde, die Idee mit den Rotoren überzeugt mich gerade nicht mehr. Ich muss zugeben, dass sie mich von Anfang an nicht so überzeugt, weil ich weiß, dass die Rotoren total Probleme machen. Jetzt weiß ich auch, warum dieser Rotor keine Verbindung mehr hat. Oh Wunder, oh Wunder. Hey, was explodiert hier die ganze Zeit? Sei doch mal entspannt. Ein bisschen ich explodiere ja nicht. Du explodierst nicht? Das ist sehr angenehm. Ich hab's gleich. Der Rotor müsste jetzt auftauchen irgendwo. Ja, da ist er. Und das ist jetzt der Motor rechts. Sagt, gibt's da irgendwelche Probleme, weil der schon existiert? Bitte mach's nicht, bitte mach's nicht, bitte mach's nicht! Okay, er macht's. Sogar so, wie er soll. Okay, Motor rechts auf 315. Warum kann ich den jetzt nicht auf... So. Ich stelle mal ein bisschen runter. Präsentiere dir die Apartments. Bitte? Apartments sind ready. Sind ready? Zumindest erstmal das Grundgerüst. Wird eingefärbt. Okay, bin gleich so. Aber ich muss dir leider sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Oh nein! Jedes Mal! Das ist ein Ende. Und ich hoffe, ihr schaltet nächste Folge wieder ein. Ja, das hoffe ich allerdings auch. Und dann schauen wir mal, ob wir die Rotoren irgendwann mal auf Kurs bringen. Ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.